Ohne große Verwirrung haben wir den verwirrenden Dungeon, den Seeschrein, geschafft. Willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Wir sind jetzt davor, zum Boss zu gehen oder zum Boss zu fallen, besser gesagt. Denn hier scheint irgendwie gerade kein Wasser zu sein. Holy fuck. Haben wir Glück gehabt, dass hier wirklich Wasser ist. So, und runter geht's. Auf zum Bosskampf. Und wir sehen schon eine sehr, sehr epische Arena. Yeah. Oh mein Gott, ja. Uns wird schwindelig, lassen wir das lieber. Gehen wir der ganzen Sache mal richtig auf den Grund. Wir können auch mal hier die Schuhe ausziehen, noch mal ein bisschen rübergleiten. Nicht, dass der Boss momentan so ganz plötzlich so in der Mitte auftaucht und so. Muss nicht sein. So, sinken wir noch mal ein bisschen. Und nach was sieht das aus? Das sieht aus, als wäre Morpha wieder da. Würde passen. Wir haben ja den Anzug auch vom Helden der Zeit. Morpha, bist du's? Amöbes Wassertentakel. Es ist Morpha! Oh mein Gott, es ist tatsächlich Morpha. Ja. Krasse Scheiße. Es hat überlebt. Oder es ist wieder da. Na gut, Gendorf überlebt oder kommt auch immer wieder. Gibt's auch 1000 Reinkarnationen. Warum nicht auch von Morpha? Ja, es ist so gesehen wirklich eine Weiterentwicklung von Morpha. Es ist der Urzeitfisch Octapesco. Der Urzeitfisch Octapesco funktioniert, glaube ich, so in den Grundzügen tatsächlich genauso wie Morpha. Ah! Ah, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ja, der Sprung, die Sprungattacke bringt jetzt natürlich nicht allzu viel. Ah, jetzt bringt er seine kleinen Fischleins raus. Die mich natürlich verwirren sollen, damit ich nicht so schnell... Nein! Friss mich nicht! Wie viel zieht das ab? Ein Herz. Gut. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Schuhe ausziehen, damit wir jetzt nicht direkt wieder... Ne? Und müssen erstmal ein bisschen abrauen. Er ist halt ziemlich hyperaktiv mit seinen Tentakeln. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, wir haben hier gerade das Ding auf unserer Seite. Sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schlitz! Komm her. Nein. Ärgerlich. Ja. Nicht schlimm. Abhauen. Ja, ganz gut so. Wo ist denn das Ding gerade? Ist das draußen? Das ist draußen. Ja, hier, sehr schön. Nein, das war der Fisch. Den will ich nicht haben. Nein! Und es hat mich schon wieder gefressen. Oder es frisst mich gerade schon wieder. Nein! Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So, abhauen, abhauen, abhauen. Na, da waren wir mit Morpha noch lieber. Da konnte man eine schöne Ecke stellen und, ne, chillen. Na, wo ist denn das Ding? Ich warte einfach, bis es in meiner Nähe ist. Nein, nein, Moment, nein, ich wollte meine Schuhe gerade ausziehen, aber bin noch gerollt und das hat mich dann natürlich dazu verdammt, wieder gefressen zu werden. Nee. Ich könnte jetzt mal gucken, wo das Ding ist, damit ich mich positionieren kann, aber... Ah, oh, Link schwimmt so unglaublich schnell. Das liegt aber daran, dass die ganze Area, die ganze Map hier gerade so groß ist. Da, da, da hinten ist es. Komm, Link. Sei doch mal cool. Ja, ja, sei einmal cool. Ja, 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 genau, genau, genau. Nein, ja, 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 komm, 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 komm. Nein, 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 komm, 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 nein. Ich hasse das Viech. Ich hasse es abgrundtief. Ha, wir sind hier unten unter Wasser. Sehr schön. Nein, nein, Link, 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 Link. Du bist Kacke. Ah! Du Miststück. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin das Miststück, aber es ist... Muss nicht sein. Nein, 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 nein. Ja, wie soll ich denn? Du Miststück. Lass mich doch einfach erstmal weg. Toll, wir haben... Ein Herz und ein Viertel, ein Dreiviertelherz. Wow. Da haben wir ja gerade große Chancen. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Was soll das? Das Ding will mich... Hallo. Der Kampf ist kacke. Ich mochte den noch nie. Ja, was soll ich denn machen, bitte? Bringen wir denn jetzt eine Fee was? Ich glaube ja nicht, ne? Können wir mal versuchen, hier rotes Elixier zu trinken, aber es wird nicht klappen. Ist doch kacke. Dürfen den ganzen Mist wieder machen. Was soll das denn? Was soll das denn? Ne, die Fee wird mir echt nichts bringen. Die hilft mir nicht. In diesem Notfall, in dem wirklich echten Notfall. Nein, ich habe doch das andere Ding an, wie leck mich doch. Auf Distanz bleiben ist aber eigentlich eine ganz gute Idee erstmal. So, da ist das Auge. Bring mir das Auge. Wieso, wie sieht denn was anderes an? Ich habe doch die ganze Zeit das Auge anvisiert. Wieso bringt er mir dann nicht das Auge? Du bist Kacke. Scheiß Greifhaken. Genau das möchte ich haben. Nichts anderes. Link, Greifhaken. Nein, ich schlitze dich auf, ich schlitze dich auf, ich schlitze dich. Nein, du Bastard! Fick dich doch! Ich hatte das Ding doch!
Meine Fee rettet mich doch. Aber irgendwo wurde mal gesagt, dass die Fee vor dem... Ja gut, die bringt, glaube ich, vor dem Ertrinken nichts, aber... Okay, aber die Fee bringt unter Wasser was, das ist schon mal gut zu wissen. Hätte ich mir vielleicht eine zweite Fee für den Kampf hier zulegen sollen, anstatt mein Elixier zu behalten. Weil das Elixier mir hier unter Wasser gar nichts bringt, vielleicht für einen anderen Kampf, aber jetzt nicht. Ja, und jetzt habe ich die erste Phase am Schnitt geschafft. Ja, leck mich doch. Egal, Morpher an sich ist schon mal tot. Aber leider kommt jetzt eine ganz üble Version von Volvagia, und zwar unter Wasser. Jetzt kommt erst der richtige Octapesco. Jetzt kommt erst das ganze Ding raus. Was bedeutend größer ist, ja. Kann man schon so sagen. So, man muss sich jetzt irgendwie an sein Auge, glaube ich, ranziehen oder irgendwie sowas ganz Kurioses. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich da machen muss. Es war auf jeden Fall nicht toll. Das kann ich bestätigen. Ja, gut, dann gucken wir jetzt einfach mal, was wir nochmal hier machen müssten. Ich meine, wir können doch jetzt nicht einfach nur... Ja doch, wir können, während wir schwimmen, tatsächlich. Nein. Ey, ich trinke. Ja, hier, Schwachpunkt, ich weiß. Schwachpunkt anzeigen mit eines Gegners? Nee, nee. So was gibt es jetzt hier nicht so richtig Sinn. Ja, mit einer will er mir jetzt wieder hier sagen von wegen. Ja, da oben hat er seinen Schwachpunkt. Will ich jetzt gerade aber nicht hören. Yes! Yes! Schlitzen, 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 schlitzen. Okay, gut. Das war ja schon mal recht erfolgreich. Und wir können jetzt direkt wieder ranziehen. Das ist gut. Okay, eine Sprungattacke können wir jetzt hier nicht machen. Das ist super. Solltet ihr gerade klicken gehört habt, dann lag das daran, dass ich mein Gamepad nah an meinem Gesicht hatte, weil ich mir die Nase kratzen würde. Was ich auch getan habe. Yay! Oh mein Gott, damals war das irgendwie schwieriger, hab ich das Gefühl. Also ich hatte damals deutlich mehr Probleme mit der zweiten Phase von Octapesco. Und das Ding ist sogar schon tot. Wow. Beim ersten Mal richtig abgekackt und beim zweiten Mal einfach nur geglänzt. Das zweite Mal war schön, die zweite Phase. Mag vielleicht daran liegen, dass ich auch Volvagia deutlich mehr mag als Morpher. Weil Volvagia ist einfach episch, das ist eine epische Erscheinung und Morpher ist einfach nur hässlich und scheiße. Das ist ja nicht mal ein richtiger Gegner, das ist ja einfach nur so eine komische Kugel, das ist so ein TK, ne? Das ist nix. Das ist ja so gesehen kein richtiger Gegner, der richtig leiden kann. Das ist einfach nur eine künstliche Form von Leben. Und das ist irgendwie... Ja, das ist nicht so das Wahre. Aber das hier ist das Wahre. Nämlich ein Herzcontainer und vor allem der Schattenkristall, der sich gleich wieder aus seinen Überresten konzentrieren wird. Konstellation, was ist denn davon? Konstellatieren, keine Ahnung. Nee, konstellieren würde ich sagen. Ist auch egal. Wir haben den letzten Schattenkristall für Midna. Den dritten. Da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen, also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an, ich brauche ihn nun einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, dass er sich als König der Schatten aufspielt. Seine magische Kräfte, seine magischen Kräfte sind nicht die eigenen. Seine eigenen, blablub. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Aber bitte erst, nachdem ich mein Herzcontainer habe, ja? Ist doch in Ordnung, ja? Naja, klar. Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Ach, auf einmal wird sie doch ein bisschen human. Das ist ja schön. Ist ja supi. Sie erschafft wie immer ihr lustiges Portal. Also gut, gehen wir? Noch nicht. Noch nicht, mitnehmen. Ich habe leider noch was zu erledigen. Nämlich dich hier. Unser neuntes Herz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hervorragend. Ja, bei Morpher abgekackt, aber bei Volvagia gelänzt. Sehr gut. Das fasst Octapesco zusammen und wir verlassen diesen Ort des Schreckens, wo wir unsere Fee gelassen haben. Ah, unsere treue Fee, die bereits seit Dungeon 1 dabei ist. Naja, so ist es. C'est la vie. Und jetzt sollten wir auch an den, an die Truhe im Dingsbums rankommen. Im zweiten Dungeon. Ich glaube. Ich hoffe. Ich möchte die Datei dann gerne mal hier speichern. So. 10 Stunden 10? Waren das nicht gerade irgendwie mehr? Oder habe ich jetzt die Zahl falsch gelesen? Ist doch egal. Wir werden zu Ranel zurückgewarpt. Santo!
Heilige Scheiße. Steht er einfach vor uns. Heftige Scheiße. Und da ist Ranel. Wird Ranel eine Chance gegen ihn haben? Das sieht nicht gut aus. In der Höhle haben wir übrigens auch noch was zu erledigen. Da gibt es auch noch ein Herzteil. Das sehe ich nur gerade ganz nebenbei so, damit ich das nicht vergesse. Und das zweite Video von Twilight Princess von einer Aufnahme wurde drüben fertig gewendet. Das ist schön. Da habe ich meinen Grabber-Bug ausgenutzt dafür. Er hat wieder die Welt des Schattens. Santo! Heilige, was machst du mit Midna? Lass sie los. Sie hat uns zwar nur rumkommandiert, aber... Nein. Jetzt stiehlt ihr die Schattenkristalle, die wir mühsam gesammelt hast. Dass du es wagst, dich mit einer so altertümlichen Magie mir entgegenzustellen. Midna, du törichte Anführerin. Wieso nur stellst du dich deinem König in den Weg? Und gegen deinen König? Du willst unser König sein, dass ich nicht lache. Und die Magie unseres Volkes. Wird von dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überrascht mich. Meine Magie, mit der ich die Schatten beherrte. Ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Von seinem eigenen Gott? Ist der Todbringer wieder da? Das sieht nicht gut aus. Oh, wie süß. Ein Stein. Was war das für ein Stein? Sag, Midna, hast du das schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts. Eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten. Ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir die Welt, diese Welt, erobern, werden die lichte Welt und das Schattenreich eins. Magenta 1. Ich will dir meinen Telekom-Vertrag aufquatzen. Für unser Volk ist es Zeit, Rache zu nehmen. Die Zeit der Rache ist gekommen. Und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil dieser Welt verfinstern. Siehst du das denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt? Sein Mundstück. Bist du... Oh mein Gott, er ist gruselig. Ein bisschen wie Willy Wonka. Was ich tue, geschieht nur zum Wohl unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Oder wie Edward mit den Scherenhänden, das passt mal besser. Du willst nicht? Auch gut. Schicken wir dich zurück in die letzte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Oh mein Gott, was für eine Freakshow. Oh mein Gott. Holy fuck. Ich bin nur Beobachter. Lass mich ruhig liegen. Ja, ich bin weg. Okay, gut. Noch besser. Sehr gut. Heilige Scheiße. Ja, das war Santo. In seiner vollen Macht und Pracht. Und wir sind einmal mehr ein Wolf. Yay. Heilige Scheiße, war das ein Trip, ey. Ja, ich bin wieder ein Wolf. Verdammt. Aber was ist mit... Midna? Link. Auserwählter Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist.
im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir der Schatten geraubt haben. Die Schatten geraubt haben. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ja, Midna ist weiß. Michael Jackson-Syndrom, ich weiß es ja nicht, nein. Während bei ihm die Illuminaten mit im Spiel waren, laut Aris Einstein zum Beispiel. Michael Jackson Code, übrigens ein sehr interessantes Buch. Liegt dann an dem Leser, ob er es glaubt oder nicht. Ist aber jetzt gerade völlig irrelevant, denn Midna geht es absolut nicht gut. Und wir müssen zu Prinzessin Zelda und das schnellstmöglich. Und währenddessen läuft ein sehr, sehr schöner Track mit Midnas Lament im Hintergrund. Midnas Lament, so. Ja, ein sehr, sehr trauriger Song. Eine sehr traurige Stelle im Spiel. Und da haben wir dann tatsächlich mal gesehen, was für krasse Ausmaße dann Xanthos Macht tatsächlich haben kann. Und auch mit den Schattenkristallen scheint es Midna tatsächlich, ja, nicht zu gelingen, Xanthos da irgendwie in seine Schranken zu weisen. Das ist, ja, wirklich krass zu sehen. So, wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen hier lang. Wir müssen zum Schloss. Das schnellstmöglich. In diesem Part wird es wohl nichts mehr. Aber wir kommen so schnell, so weit wie möglich wahrscheinlich ans Schloss ran. Und jetzt wird auch das mit der Therme nochmal richtig interessant. Da befindet sich nur ein Goblin, den brauchen wir nicht. Und mit einer Mauer jetzt am wenigsten noch einen Pfeil in den Rücken oder so. Deswegen beeilen wir uns und laufen so schnell wir können in Stadt Hyrule rein. Auch wenn das jetzt hier die Welt des Lichts ist und die Leute erschrocken sein werden, wenn wir als Wolf durchkommen. Es ist uns sowas von egal. Wir müssen unserer Freundin hier helfen. Ja, sie ist ja schon zu einer Freundin herangewachsen, auch wenn sie uns nur rumgescheucht hat, aber eigentlich. Sie will ja nur Xanthos aufhalten. Und man hat gesehen, wie nötig das auch ist. Denn er ist hier ein richtiger Tyrann. Und man kann verstehen, dass sie ihn nicht als König des Schattens akzeptiert. So, und hier befindet sich jetzt urplötzlich eine Truhe, eine Kiste und mehrere weitere Kisten. Ich meine, ich glaube, in Thermas Wirtshaus gibt es eine Katze, die uns hier nochmal darauf hinweisen würde. Oder generell irgendwo hier in Hyrule-Stadt gibt es eine Katze, die uns hier mal so von wegen einen Tipp gibt, von wegen, ja, hier so, ne? Da gibt es so einen lustigen Trick und so. Moment. War das nicht so? Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen. Nicht, dass es hier wieder Burnstyle ist, dass ich irgendwie durchbrechen muss. Was muss ich denn da? Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Ich kann hier leider die Kamera gar nicht ändern. Was muss ich jetzt immer genau machen? Oder muss ich da irgendwie rein und nochmal Chaos stiften und dann macht die da irgendwie das Ding auf oder irgendwie? Ich weiß nicht mehr. Was? Ein Wolf, verschwinde, los! Ja. Gut. Jetzt können wir vergessen. Jetzt könnte hier eine Katze sein, ne? Genau. Warte! Aha. Hervorragend, gut. So war das. Es ist die Katze von Thelma tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber ich müsste es eigentlich wissen. Wie hieß denn die Katze von Thelma? Er hat einen ganz komischen Namen, so. Also, so untypisch für eine Katze. Ich denke gerade an Martha, aber das war's nicht. Du bist Link, oder? Die wird sich das vorstellen. Sicherlich, denke ich mal. War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Luise! Luise war's! Luise und Ferdinand. Da darf ich für Deutsch schon mal lernen. Ja, fürs Abi. Schön. Ja, da freue ich mich drauf. Wir haben uns doch schon mal in diesem Laden getroffen. Erinnerst du dich? Nicht wirklich, nee. Ah, ich verstehe allerdings nicht, was du mit deinem Auftritt da erreichen willst, ne? Wenn du den Menschen so unter die Augen trittst, dann darfst du dir ja auch nicht wundern, wenn sie sich verjagen, ne? Ah, wow. Schon wieder mit Verletzten unterwegs. Ach, eine Art Hobby von dir, oder? Ja. Bitte, wir müssen Prinzessin Zelda. Komm, Luise. Du hast doch bestimmt einen Hammer-Tipp für uns hier. Kommt, hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in das Kellergewölbe des Schlosses.
Ist allerdings ein alter Weg. Wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Menschen erwischen, ne? Auch ganz wichtig. Hat die nicht gerade noch gesagt, kommt? Ich dachte, wir sollten ihr dann folgen, aber nein, wir dürfen den Weg alleine bestreiten. Das ist natürlich sehr vertrauenserregend, erweckend. Von wegen, ja, hier ist jetzt ein sicherer Weg. Oh, ach so. Stimmt, ja. Wir müssen jetzt erstmal hier lang. Und wir sollten auf keinen Fall einen Krug runter... Hä? Was ist das für ein Geräusch, Digga? Das ist so cool. So, und die dürfen uns natürlich nicht sehen, aber die sehen uns, glaube ich, sowieso nicht, wenn wir hier lang stolzieren. Oh, ein Wolf! Verschwinde los! Okay, jetzt wissen wir auch, wer das gerade gesagt hat. Alter, das war natürlich sehr erfolgreich. Ich finde es auch schön, wie es hier einfach nur regnet und die Atmosphäre dadurch unterstrichen wird. Ich würde sagen, wir gehen noch gerade bis in die Kellergewölbe. Also, wir gehen noch gerade über die Dachkammer hier. Also, wir gehen gerade noch über die Seile. Und wenn wir das erledigt haben, dann werden wir den Part beenden und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter in einer neuen Aufnahme. Und dann werden wir hoffentlich sehr bald zu Zelda kommen. Was können wir da machen? Lauschen? Ja. Unglaublich, dass die Wölfe schon bis nach Hyrule-Stadt kommen. Was treibt unsere Soldaten eigentlich die ganze Zeit? Was treiben die, Alter? Auf die Goronen ist wirklich mehr Verlass. No, okay. Gut. Ich glaube, der Goronen-Typ hier... Oh. Na? Ey, schon wieder so ein Geräusch, Digga. Ich glaube, der beschränkt sich da auch so ein bisschen auf das, was er bei Thelma sieht. Ich weiß ja nicht, ich habe jetzt noch nie so eine weibliche Goronin gesehen. Ne? So einen weiblichen Goronen. Oh! Stimmt ja! Das kommt jetzt auch noch. Ja, das machen wir noch gerade. Mit dem Giovanni. Die Geisterseelen. Stimmt ja. Fangstoß. Boah, ich hatte schon gar keine Ahnung, wie das mit den Geisterseelen war, wie man diese rausreißen musste, Alter. Du hältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen, der besiegter Geister, findest du im Ausrüstungsbildschirm. Heieie, so war das ja. Krasse Scheiße, krasse Scheiße. Ah, lalalala. Schön, 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 schön. Ja, hier haben wir jetzt da oben die Geisterseelen. Eine haben wir bereits. So, was bist du für ein Typi, bitte? Ha! Danke, dass du den Geist befreit hast, Kleffer. Ich darf dich doch so nennen, oder? Mich nennt man Giovanni. Aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einem Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meiner Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten. Und mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Meine Bitte an dich, Kleffer. Kannst du nicht hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Ich habe Rubine als Nippel, ist das nicht cool? Ah, immerhin habe ich jetzt Geld. Wenn du nämlich meine Seele befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück. Ach, aber so wie es gerade regnet, kannst du dich nicht direkt rausmachen. Und ich mache dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Ich habe schon einen YouTube-Kanal erreicht, nee, danke. Nein, aber da müssen wir auch weiter, denn sonst kommen wir nicht zu Prinzessin Zelda. Ja. Wenn der Regen aufgehört hat, dann gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder hier reinzukommen. In Ordnung. Da hinten ist irgendein Bild von irgendeinem lustigen Dichter. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Die sind generell so sehr antike Gemälde und cool. Habe ich noch nie so drauf geachtet, muss ich ja sagen. Ja, hier ist der Creepy Giovanni. Der Giovanni, der jetzt leider gar nicht so Pizza-like ist. Der mag gerade keine Pizza. Hier ist echt alles unter Wasser. Das ist traurig, ja. Gut, der Part ist schon wieder lang genug und beim nächsten Mal gehen wir hier in diese Truhe rein. Wir gehen jetzt schon in die Truhe rein. Ich weiß nicht, wie das speichertechnisch am besten ist. Deswegen gehen wir jetzt schon mal rein. So. Und wir sind in den Gefilden. In den Kanälen des Schlosses. Ich glaube nicht in denen vom Anfang, aber ist ja auch egal. Vielleicht auch doch. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder als Wolf. Dann werden uns die Ratten wieder nerven. Und wir kommen weiter. Und hoffentlich noch rechtzeitig zu Prinzessin Zelda, damit Midna nicht abkratzt. Bis dahin, Leute. Tschüss.